Mauern einreißen, anstatt sie aufzubauen. Das hat Bischof Johannes Baptista Sproll Zeit seines Lebens getan. Bei der Wallfahrt des BDKJ Rottenburg-Stuttgart sind 100 Pilgerinnen und Pilger den Spuren des Bekennerbischofs gefolgt. Zum Beispiel Madeleine. Wie Sproll kommt sie aus Schweinhausen? Also der Bischof Sproll, der ist jeden Tag von Schweinhausen hier nach Biberach in die Schule gelaufen, den Weg, den wir heute auch laufen. Und genau. Immer mit dabei, ein großer Stein aus Pappmaché und Bischof Sproll. Ich wünsche euch einen guten Weg und wie sich das für einen Bischof gehört, kriege der jetzt noch mein bischöflicher Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Es lohnt sich, auf den Spuren von Bischof Sproll zu pilgern, sagt Diözesan-Jugendseelsorger Markus Scheifele. Weil es unsere Aufgabe als Christinnen und Christen ist, das Evangelium in unserem Alltag zu bekennen. Gerade da, wo Populismus stark wird oder Gruppen benachteiligt werden, unsere Stimme zu erheben, um Ja zu sagen zum Evangelium, um Ja zu sagen zu unserem Glauben und für andere da zu sein. Und das hat Bischof Sproll für mich sehr gut vorgelebt, auch eben bei allen Widrigkeiten. Für die Wallfahrt galten bestimmte Corona-Beschränkungen, erklärt Mitorganisatorin Julia Hämmerle. Das sind die klassischen AHA-Regeln, das heißt Abstand halten, 1,5 Meter während dem Laufen und in den Kirchen. Dann eben die Hygienevorschriften, das heißt an allen Stationen gibt es Desinfektionsmittel. Wir haben einen Staffelstab dabei, das ist der Bischofsstab, dass der desinfiziert werden kann. Und dann eben den Mundschutz, dass wir einfach, wenn wir den Abstand nicht einhalten können, dass dann die Möglichkeit besteht, die aufzuziehen. Eva kommt auch aus Schweinhausen. Sie beschreibt die Stationen auf der ersten Etappe in der Ummendorfer Johanneskirche und am Jordanbad. Es ging einmal um die Talente. Wir haben geschaut, was Bischof Sproll irgendwie als Jugendlicher erlebt hat und wo unsere eigenen Talente sind. Haben uns dann mit dem Stein, der ja schon im Motto steckt, näher auseinandergesetzt und die Doppeldeutigkeit erlebt. An manchen Steinen sind wir gewachsen. Andere erdrücken uns vielleicht. Diese Sorgen wollen wir nun vor Gott legen und uns neuen Mutes auf den Weg machen. Immer im Hinblick darauf, er ist bei uns, alle Tage, auch in schweren Zeiten. Und jetzt gerade ging es noch um die Taufe. Timo lernte Bischof Sproll durch die Wallfahrt erst richtig kennen, wie er an der Station am Jordanbad verriet. Das ist so eine Persönlichkeit, den Namen hat man immer so im Kopf gehabt, aber ich wusste jetzt nie wirklich, wer das genau ist und was der so genau getan hat. Das heißt, es ist jetzt schön, das mal so ein bisschen nachzuverfolgen und zu erfahren. Sproll lehnte sich gegen die Nationalsozialisten auf und wurde deswegen 1938 aus seiner Diözese vertrieben. Am evangelischen Friedhof in Biberach ging es um Frieden, denn Bischof Sproll war in Friedensbewegungen aktiv. Dann haben wir gesagt, das Thema Friede ist uns super wichtig, das wollen wir aufnehmen und auch hier das nutzen. Wir reden hier viel um Friede und geben uns den Friedensgruß. Und zwar in Form von Fingerabdrücken auf die Pappmaché-Steine und in das Wallfahrtsheft. Als Abschluss gab es einen Gottesdienst in der Biberacher St. Martinskirche. Hier stand der Wahlspruch von Bischof Sproll im Fokus. Ihr habt meinen Wahlspruch umgesetzt. Stark im Glauben, Fortritt im Frieden. Jetzt darf ihr noch den Steuer, den ihr ins Sproll erbracht habt, noch vorbringen, aber euren Feld noch. Pia und Daniel fühlen sich von Bischof Sproll und der Wallfahrt ermutigt. Durch den Bischof Sproll haben wir uns heute gedacht, dass man ja aus verschiedenen Steinen auf verschiedene Sachen legen kann. Zum einen sind es Mauern und zum anderen sind es natürlich auch Brücken. Und wir sind uns einig von unserer Gruppe, wir haben heute definitiv einen Grundstein für eine neue Brücke gelegt und auch viele Kontakte geknüpft. Und durch die Kontakte entsteht ja dann auch wieder neue Nächstenliebe. Ich fand, der heutige Tag war ziemlich anstrengend und ich bin jetzt auch echt am Ende. Meine Füße tun richtig weh, aber ich glaube, das muss nach so einer Wallfahrt auch einfach sein. Aber es war trotzdem schön, diese vielen Leute hier zu sehen, diese Gemeinschaft zu erleben, auch quasi zu erfahren, wer dieser Bischof Sproll war und was man als Einzelperson alles schaffen kann. Und das hat echt viel Mut gegeben und jetzt im Großen und Ganzen auch wirklich nochmal eine Verbundenheit zu Gott geschaffen. Die BDKJ-Wallfahrt hat einige Impulse gegeben, Gemeinschaft gestiftet und den ein oder anderen Stein bei den Pilgerinnen und Pilgern ins Sprollen gebracht.